Hallo, meine Lieben, ich will euch teilhaben lassen an diesem wunderschönen Ausblick, wo ich da jetzt hinfahre. Ist das nicht so, wie wenn man in den Himmel fährt? Ja, das ist jetzt nur ein kurzes Video, aber ich dachte mir, ich zeige euch das mal. Hier ist kein Mensch, also nur ich. Ein Mensch ist sehr wohl unterwegs. Ja, ist das nicht ein schöner Ausblick? Das sind die Weinberge, nicht, aber Hänge. Und ich befinde mich im Burgenland in Österreich natürlich, wo sonst. Also jetzt kommt man ja nicht weit, ne? Und ich hoffe, euch gefällt, was ihr da seht. Wir fahren jetzt direkt den Wolken entgegen. Ich komme mir jetzt vor wie so ein Flugzeug, das gleich abhebt. Und jetzt heben wir auch gleich ab, weil es geht hoch, ne? Und ja. Keine Ahnung, ob ich das Video überhaupt hochladen werde. Weil hier erläutere ich ja eigentlich nichts Psychotherapeutisches, aber es kann ja noch kommen. Ja, ich wollte was sagen zu SVV. Das passt jetzt zu diesem Bild nicht unbedingt, aber irgendwie ja doch, denn es ist ja Teil unseres Lebens. Die Schönheit der Welt, aber auch die grässlichen Symptome, die man hat. Und man spricht ja immer von einer Symptomsprache und SVV ist eine Art, die Emotionen zu regulieren. Es ist natürlich ein verunglückter Versuch und ein folgenschwerer, weil man sich ja schwere Wunden und Narben zufügt. Ja. Es ist ein Versuch, etwas zu regulieren, das so nicht zu regulieren geht. Und davon wieder loszukommen, von diesem erlernten Verhalten, ist auch ein Ziel der Psychotherapie. Da arbeitest du mit deiner Therapeutin genau an diesen Themen und hör auf, dich zu schämen. Schenke ihr reinen Wein ein, aber vor allem dir selber. Nutze die Psychotherapiestunde, zu sagen, was weh tut. Auch wenn du nur stammeln kannst, auch wenn du es nur umschreiben kannst, auch wenn du 100-mal sagst, ich weiß es eigentlich gar nicht. Versuch trotzdem dahin zu fühlen, mit dir mitzufühlen, denn erst wenn du dieses innere Kind beruhigen kannst, das so sehr verletzt worden ist, kannst du von diesen Symptomen lassen. Und vorher gelingt es dir einfach nicht. Vorher brauchst du diesen Aufschrei, diesen immer neuerlichen. Und das ist ja das Fatale. Seht ihr da hinten den See? Das ist der Neusiedlersee. So, meine Lieben, ich höre jetzt auf. Und ihr hört bitte auch auf, nicht an euch zu glauben und glaubt gefälligst an euch. Ja, ich sag so, wie es ist. Ich erwarte das von euch, die diesen Kanal gucken, dass die auch imstande sind, tatsächlich einen Schritt der Entscheidung zu gehen und zu sagen, ich blicke jetzt in diese Richtung, auch wenn ich es nicht gleich gebacken kriege und nicht gleich am Ziel bin. Ich blicke jetzt in diese Richtung, ich will es, denn wenn du es gar nicht willst, dann wird sich auch nichts ändern. Du musst es dir wert sein, auch wenn sich das für dich komisch anhört, weil du es ja eben nicht, weil du es nicht gewohnt bist, es dir wert zu sein. Das kannst du gewohnt werden. Wirklich. Aber es geht darum, in diese Richtung zu schauen und nicht in die andere. Tschüss, bis gleich.